So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Insurgents Version. Und ja, Leute, ich merk's schon. Zero hat zwei Sachen gemacht. Erstmal, alle Trainer defeated hier an der Route. Und zweitens, ja, der letzte Part war asynchron. Es tut mir leid, deswegen habe ich mir gedacht, wir werden diesen Part... Oh, doch nicht. wir werden diesen Part ohne Facecam machen. Nein, Spaß, Leute, ganz einfach. Ich muss in weniger als anderthalb Stunden weg. Eigentlich waren es zwei Stunden. Das Ding aber dahinter war bloß... Oh, wir kämpfen gegen Drake und Josh, wie es aussieht. Cool. Ich habe vorhin schon ein paar aufgenommen, wo ich die Gegner alle platt gemacht habe, ein bisschen was erzählt habe und so. Und ja. Ich habe den Part aufgenommen. Und mein Aufnahmeprogramm hat sich gedacht, gerade wo es den Part anzeigen wollte, nee, gelöscht. Ist bitte was? Es hat einfach die Aufnahme nach der Aufnahme sofort gelöscht. Ich habe es mit den eigenen Augen gesehen und bin fast ausgerastet, weil ich keine Zeit eigentlich habe. Deswegen muss ich jetzt den Part hier ohne Facecam machen. Und ja, schnell gleich hochladen, damit ihr überhaupt heute einen Part bekommt an diesem Dienstag. Es ist jetzt gerade ist es 13:30. Und ich hoffe, der Part kommt ungefähr... Ja, Zeitkick, ey. Oh mein Gott. Kriegt das mit Delta Ryan kaputt? Mein Psychic. Cleaver ist doch Typ Fight. Oh, das ist doof. Typ Fight ist doof. Wir überlegen, mit Icy Ball uns einzugreifen, aber so geht das ja auch, ne? Und dann machen wir eine Shockwave. Wenn wir einen Angriff überleben, Future Side, ja, ganz klar, komm. So überleben wir, das ist Stab, das ist sehr effektiv und das ist der Kill. Und das ist auch kaputt. UDP, jawohl, Level 29 wird der also rein. Fast Level 30, wow. Und ein Ibitak. Kriegen wir das hin? Komm, wir probieren es mal. Wir probieren das in den Ibitak down zu bekommen jetzt. Sag, drei Hits brauchen wir. Okay, vielleicht vier. Das könnte ein bisschen viel sein. Ich glaube, wir werden sofort getötet von dem Ding. Von daher, setzen wir BK sein. Und chillen ein bisschen rum. Ah, Leute, das war echt so. Gerade so. Oh, Mann. Warum? Warum musste das passieren, ey? Das hat mich echt ein bisschen aufgeregt, ey. Dass das nicht funktioniert hat und da kommt auch. Oh, ja, alle haben diese verdammte Attacke, ey. Mein Gott, ey, warum? So nötig. Soll ich Cleaver einsetzen? Na. Setz die Andy ein. Und geh auch mit dem Icy Fang und das war's. Nee, aber das hat mich echt ziemlich aufgeregt gerade so. Oh mein Gott, der Part ist fertig. Nein, der Part wird gelöscht. Nein! Oh, ich habe so viel erzählt zu den ganzen Wi-Fi-Kämpfen. Ich komme ein bisschen dumm vor, wie ich das jetzt alles nochmal erzähle. So, ich habe mir so überlegt, so, ja, hey, Zero, du hast die ganze Woche keine Zeit. Ich hoffe, ich habe am Sonntag Zeit. Ich werde mir am Sonntag Zeit nehmen. Auch wenn ich da was anderes geplant hätte. Wenn ich mir Zeit dafür nehme, werde dann einfach ein paar Leute von euch vorher anschreiben und sagen, hey, Sonntag Battle, die Stars, Fragezeichen, und dann werden wir battlen, habe ich mir gedacht. Deswegen, so werden wir es tun. Und jetzt ganz meine Antwort an euch. Ja, Leute, der letzte Part von Insurgents war ein bisschen asynchron. Das heißt, ein bisschen ist da ein bisschen sehr, ja, eklig, das anzugucken. Ich kann es mir vorstellen. Und ja, es tut mir einfach leid. In dem Sinne, aber es lag an meinem PC in dem Sinne. Und in dem Sinne, und in dem Sinne, und in dem Sinne. Soll das Ding platt machen? Es gibt UDP, ne? Icy Ball vielleicht mal. Jo, Tool, Alter, das ist stark. Takedown. Sollte er sich töten, oder? Nö. Wir haben noch einen Icy Ball jetzt. Wups. Auf Wiedersehen, Goat. Nee, Goat. Oh, es gibt UDP, das Ding, ey. Heilige Scheiße. Und deswegen habe ich mir gedacht, entweder ich muss mir einen neuen PC kaufen jetzt. So, nur weil ich keine Parts rennen kann, genau. Nee, aber es wird auch langsam Zeit, einen neuen PC sich mal zu holen, weil den habe ich jetzt auch hier. Drei Jahre? Ja, fast drei Jahre ungefähr. Bis vielleicht sogar fast. Sogar länger fast? Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall zweieinhalb Jahre auf jeden Fall. Zweieinhalb Jahre habe ich noch auf jeden Fall schon den PC. Und da bin ich echt schon überlegen, vielleicht mir noch bald mal einen neuen zu holen. Ist hier gar nichts gewesen? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Leute, das ist ja eine Sache der Unmöglichkeit. Wo muss ich hin? Da weiß ich auch nicht mehr, wo ich lang muss jetzt. Wo ist im letzten Part schon nicht? Da habe ich nur Trainer platt gemacht einfach. Also den Part, den ich nicht gesehen habe, der nur für mich war. Weil es Top Secret war, so. Ne? Ist ja logisch. So, Ice Ball. Und ja, mal gucken. Bin ich mal gespannt. Seed Bomb. Oh, sollte keinen Schaden machen, oder? Oh doch, ist fast der Kill.
Schalte uns aber nicht aus. Voll gut, dass Icy Ball immer mehr Schaden macht, sonst hätte das nicht gereicht. L32 für Cleaver. Nice Stats. Super, freut mich für Cleaver. Das wäre ein gutes Pokémon. Sheox ist geil. Ich mag Sheox ziemlich gerne. Ist auch eins mein Lieblings-Pokémon. Deswegen, wir sollten schneller sein, ja. Gut. Ja, von daher mal gucken, ne? Da oben war nur ein Revive. Das habe ich auch geholt im letzten Part. Hier müsste ich lang, ne? Nee, warte, von hier komme ich doch, oder? Ups. Was ist hier? Hier ist auch nichts, ne? Nö. Hä? Wo muss ich denn hin? Wo zur Hölle muss ich denn hin? Komme ich irgendwie noch unten? Nö. Hä? Wo muss ich hin, Leute? Das ist halt echt komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier auf der Route ist gar nichts mehr. Da hat der Ersteller wohl keinen Bock mehr gehabt. So, oh, reicht. Ich hab keine Lust mehr. Wir machen hier nicht mehr weiter. Nö! Keine Lust! Was ist hier ab? Okay, ich kann hier nicht durch. Das ist auch ganz toll. Wo geht's sonst lang? Bin mir nicht sicher. Bam, 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 badam, bam, 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 badam. Ne, Leute, aber wirklich ganz ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung, wie es weitergeht hier. Das ist echt scheiße. Gibt's da noch irgendeinen geheimen Gang oder sowas? Ah, ein Hyperball. Da oben geht's irgendwo lang. Kommt man da irgendwie hin? Keine Ahnung. Guckt gleich mal nach. Aber ich war schon überlegen, was für ein Pokémon-Hack ich nach Pokémon Chosen spielen würde. Und das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Weil ich habe ja gesagt, ich will immer einen Hack auf meinem Kanal haben. Und falls ihr einen geilen neuen Hack habt, den ihr noch irgendwo sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare rein. Und dann gebt natürlich hier die Daumen hoch, damit ich sehen kann, ob ihr den spielen wollt. Weil wenn da 200 Kommentare stehen, dann kann ich irgendwie auch immer schlecht rausfiltern, was ihr jetzt gerade wollt. Hier ist das Resort Desert, genau. Hier müsste die Stadt jetzt sein, hier drüber, ne? Ja, doch nicht, wir sind ganz woanders jetzt. Keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hin müssen oder sonstiges. Oh, ein Croc or Rock Rock. Croc or Rock Rock. Croc, 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 Crocodile, Dundee. Wir gehen weg. Ich glaube, hier wäre das echt schlau, wieder sich nur nach vorne zu packen. Bei Icy Ball macht an solchen Ground-Pokémon schon ordentlich Damage. Ja, bin ich mir sicher. Oh, mal gucken. Hippototas. Oh, das ist der Run. Sonst muss es raging. Ist raging. Ah, ich freue mich schon tierisch auf die neuen Projekte, Leute. Auf jeden Fall. Also, die Nasog, die bald kommt. Da haben wir auch diskutiert so ein bisschen in den Kommentaren. So, ja, Zero, machst du jetzt hier schwarz? Machst du jetzt hier die Wanderlock von Pokémon Y? Und das haben Leute auch in die Kommentare geschrieben. Ich soll mir ein Vibrava fangen, weil Libeldra eine Mega-Entwicklung hat hier in dem Spiel. Danke für den Spoiler. Und das werde ich jetzt noch tun. Und zwar werde ich dafür Glurak auswechseln nehmen. Ein bisschen Schaden machen müssen wir, ja. Supersonic. Supersonic Boom, Digger. Und Sandsturm ist Rageous. Outrageous. Shadow Ball sollte ausreichen, oder? Ja. Ja. Für den Kill sollte es ausreichen. Super Idee, Zero. Habe ich auch Bälle? Ich habe gar keine Bälle mehr gekauft, oder? Kann das sein? Oh, wenig. Das waren die gefundenen wahrscheinlich. Oh mein Gott. So geht das nicht weiter. Aber da haben wir irgendwie Brava, diesmal weiblich. Okay. Ja, werfen wir einfach mal einen Ball, würde ich sagen. Probieren wir einfach mal unser Glück. Welche Abonnenten gönne ich das Pokémon? Eigentlich wollte ich ganz gerne dem Abonnenten das gönnen, wenn ich das sagte mit dem Mega-Libel. Gleichzeitig wollte ich dem aber nicht das sagen, weil ich will keine Spoiler haben in meinem Projekt. Dragon Grab. Das macht keinen Schaden. Libeldra ist bad. Libeldra ist so ein doofes Pokémon. Also von den Werten her, ich mag es überhaupt nicht. Da war Knackleon besser damals als die Vorentwicklung. Ist in dem Falle viel besser. Ja, doch. Das wäre eine Überlegung wert. Das wäre eine Überlegung wert. Also, ja, ich glaube, ja. Ja, ach, gönnen wir der Abonnent. Das muss ich sagen. Und ja, Leute, was machen wir gegen die Asynchronität jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt nicht von heute auf morgen einen neuen PC kaufen.
Ich werde wohl, ja, wie soll ich das sagen, wieder so machen können, dass ich keinen Part pausieren. Oh, Blizzard, was zur Hölle? Was ist mit dir, ne fucking Cleaver? Eiskalt den Blizzard erlernt. Agility brauchen wir nicht, komm. Dann nehme ich lieber Blizzard. Krasse Scheiße. Wir haben Vibrava gefangen. Und wo war sie denn jetzt hier? Genau, da ist sie. Und zwar wird das die gute Vanny Brown Eyes. Vanny, für dich. Oh, passt gar nicht. Oh. Vanny Brown. Vanny Brown E. Vanny Brown E. Wie heißt sie dann jetzt? Viel Grüß, Vanny, bis auch schon des Längeren dabei und bis jetzt hier ein Pokémon gewonnen. Ich hoffe, du freust dich und ja, ein Vibrava ist cool, ein Vibrava ist stark. Nein, ganz ehrlich, ein Vibrava ist nicht stark, ein Vibrava ist scheiße. Aber ein Libeldra ist geil und das Mega-Libeldra sieht bestimmt mega geil aus. Ich freue mich schon tierisch drauf. Aber Leute, bitte nicht spoilern, ich will dann solche Hacks lieber so mit Genuss spielen. Und ja, mal gucken. Was haben wir hier? Achso, wir waren ja eben im Haus hier drin schon, ne? Wo zur Hölle müssen wir dann lang? Müssen wir vielleicht mit irgendwelchen Menschen hier reden? Weil ich habe auch keine Ahnung, wo man sonst hin könnte. Hier ist ja nix. Absolut nothing. Hier ist nothing. Nothing ist hier. Hier auf der Route ist nichts. Hier, da kommt man auch nicht nach unten oder kann man hier irgendwie nach unten laufen? Nee. Keine Ahnung. Nö, hier kommt man nicht durch. Leonardo da Vinci sagt mir auch nichts. Hier komme ich auch nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Muss ja eigentlich von hier unten irgendwie runterkommen, oder? Eigentlich. Oder gibt es da oben noch einen speziellen Eingang, den ich jetzt vergessen habe? Los, Vibrava. Labras, durch das Ding. Ne, da ist nichts. Nothing ist da. Komme ich hier irgendwie durch? Und ich habe es jetzt übersehen. Nö, oder? Nö, ich sehe hier auch keinen Weg durchzukommen. Oder kommt man hier durch irgendein Gatter durch, was ich jetzt übersehen habe? Oh! I'm a genius! I'm a so fucking genius! Oh mein Gott, bin ich doof! Palim, palim! Das macht auch nichts mehr besser, Zero. Du hast verkackt, Zero. Du bist doof. Du bist doof, du hast einfach alles verhauen. Komm jetzt, guck weg! Guck weg! Guck weg, dankeschön! Noch ein Trainer. Oh, ein Dark Ball. Ein Dark... Nee, das Ball ist der Dark Ball. Das ist der finsternes Ball, nicht der Dunkelball. So, dich umspielen wir auch mal. Was ist das für eine goldene Brücke? Die ist ja geil. Ist das Helios City? Helios City! Woo! Damien! Was geht ab in der Club? Hurry up! Die Jade Tower. Oh yeah, wir machen das schon, Dude. Ja, chill mal dein Leben. Komm, ich mach das gleich hier. Alles fertig. Let's chilling. Krasse Scheiße, wir sind in Helios City, Leute. Und in der Stadt können wir auch unsere Pokémon entwickeln, kann das sein? Ich meine schon, ne? Aber wo? Ist das der Yale Tower? Sieht fast so aus, oder? Ja, das sieht nach Yale Tower aus. Das sieht nach böser Organisationstower aus. Die brauchen wir noch nicht hin. So, Burn Heal! Und ich würde sagen, wir steigen auf unser... Bye! Hä? Wo ist unser Bicycle denn? Da! So, wo gehen wir hin? In den Supermarkt! Ich glaube, da können wir jetzt ein paar Sachen einkaufen, die uns sehr nützlich sind, oder? Kann das sein? Achso, wird man jetzt hingestellt? Achso, die sagen mir jetzt, was das ist. Okay, warum wir gar nicht großartig überall gucken? Was ist ein Round 3? Evolution Stones, okay. Und Air Balloons und sonstigen Shit. Also so richtig geile Competitive Items, die wir auf jeden Fall benötigen könnten. Aber nicht mitnehmen werden. Oh nein. So, was haben wir hier? Floor 3. Los, ich will eine Entwicklung dafür. Oh. Sorry, ich bin hier falsch. Ah, chillig. Oder? Nein, da war noch eine Tossi. Nein! Willst du mir helfen, meine Entwicklung? Air Balloon, Toxic Orb, gibt's auch Life Orb und sowas, das wäre echt stark. Zoom Linse, Quick Claw, Focus Slash, Flame Orb, Red Card. Die rote Karte, geh vom Spielfeld. Geil, Eject Button, ist das so ein Selbstzerstörungsknopf? What the fuck, boom! Das wäre echt fresh. Mag nicht so. Womit entwickelt man denn
Womit entwickelt man ein Delta-Pokémon? Hier vielleicht? Firestone, Leafstone, Moonshine. Shiny. Was? Shiny Stone? Sunstone, Dawnstone, Duststone. Aber was braucht man nochmal für Dingsen? Ich glaube, das war der Finsterstein, oder? Das braucht man, glaube ich, dafür, oder? Kann das sein? Ich bin mir ganz sicher. Ich habe eine Idee, ich kaufe einfach alles und gucke, mit was sich Dingsen entwickelt. Everstone. Shiny Stone. Der sieht auch geil aus. Funkelstein war es. Das muss der sein, oder nicht? Ich meine schon. Was entwickelt man Kleaver? Da stand auch mal in den Kommentaren, aber ich habe es vergessen gerade. Shiny Stone. Das müsste der sein für Galagladi, oder? Kann ich auch Kleaver geben? Oh. Ah, hier. Deltarine. Oh, was? Nichts? Nichts? Was ist das denn? Das hat auch keinen Effekt. Warum nicht? Oh, Manno. Ja, aber das funktioniert wenigstens. Das müsste der gewesen sein, der Funkel. Und wir kriegen ein Galagladi, yeah. Wir kriegen ein Galagladi, yeah. Oh my fucking God. Es ist Delta Galagladi. Delta Gala. Es sieht aus wie ein Stern, der rotiert einfach mal. Boah, badass. Sieht das krass aus. Woo! Delta Galaglade. Krasses Poke, ey. Finde ich cool. Boah, sieht das krass aus, ey. Und wie kriege ich jetzt ein Cherox? Wie? Sunstone, Shiny Stone, Dawnstone, Duststone. Das ist vielleicht der Duststone, den kenne ich nämlich nicht. Oh doch, das ist der Finsterstein. Aber, verdammt! Der muss ja hier sein, oder? Hier müsste doch Metallmantel oder sowas sein, oder? Magnus Kingstone. Upgrade. Prism Shell. Ist es vielleicht das hier? Dubious Disc? Kann es das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir probieren es einfach mal, Leute. Wir probieren es. Ich habe keine Ahnung. Weil das ist ja irgendwas Mysteriöses. Gif? Kann ich die irgendwie geben hier? Und jetzt entwickelt sich das Ding? Nee, irgendwie nicht. Hat irgendwie nicht viel gebracht. Ich will Cherox! Mann, warum krieg ich das nicht? Brauche ich einen Mondstein? Nee. Am besten kaufe ich alles und probiere alles aus. Naja, ist ja doof. Vielleicht das Stone, weil die so böse sind. Man weiß es nicht. Ich probiere es auch. Ich probiere es aus. Wenn das nicht funktioniert, dann weine ich. Schenkst du mir vielleicht irgendwas? Razor Fang? Nö. Wie entwickle ich ein Delta-Pokémon? Wie entwickle ich es? Hat keinen Effekt. Oh Mann. Steht dann vielleicht nicht noch irgendwas für Delta-Pokémon oder so? Nein. Nein. Nein, nein. King's Rock, nein. 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 Keine Ahnung. Hier steht einfach nichts, was ich brauche. Ich glaube, ich bin total falsch. Total falsch. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ich hier das verdammte Cherox bekomme, Leute. Ich will es jetzt haben. Ich will es jetzt haben. Ich will mein Cherox haben. Und im nächsten Mal, Leute, geht es weiter natürlich mit Facecam, mit allem drum und dran. Und natürlich mit weiteren Details. Ich hoffe, ihr habt einen traumhaften Part gehabt. Na, ich hoffe, ihr habt einen traumhaften Tag noch. Und Zero of Time muss jetzt los. Von daher, over and out, Leute. Ciao.